So, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy IX. In der letzten Folge haben wir die Prinzessin und Steiner an das Ost-Süd, ich weiß nicht, was das für ein Tor ist. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Aber auf jeden Fall bringt uns das Tor einiges nach vorne. Ich habe, muss ich leider sagen, nachgeschaut und habe ein peinliches Erlebnis gemacht. Und zwar habe ich diesen einen Stab, den ich bekommen würde, verpennt. So, hier sprechen wir jetzt mit dem Schaffner. Wollt ihr mit der Bergmeer fahren? Ja, natürlich. Euer Passierschein. Ja, hier, hast du den? Oh, na gut, danke. Sofort! Ja, gut. Ja. Des Weiteren haben wir in der letzten Folge Gisamaluke besiegt und sind jetzt dann auf dem Weg in Richtung Burmesia. So, jetzt was machen wir hier? Wir setzen uns irgendwo hin, am besten der Prinzessin. Ja, lasst uns hier hinsetzen. Wir werden in Kürze abfahren. Ein wenig Geduld, bitte. Ja, natürlich. Ja, ja. Naja, also. Nun nicht abfahren. Oh, gerade noch so geschafft. Oh, vielen Dank nochmal. Ich habe zu danken. Alles festhalten, der Zug fährt ab. Oh, man. So. Puh. Irgendwie fühle ich mich erleichtert. Das ist nur verständlich. Es war in der Tat keine einfache Reise von Lindlum bis hierher. Aber euer gekonnter Umgang mit der Weißmagie, euer ausgeprägter Orientierungssinn, der uns bisher hinführte, und eure grandiose Strategie mit den Schweißgurken, die Handlungsweise der Prinzessin ist geradezu ehrfurchtgebietend und famos. Steiner, ihr sollt mich doch nicht so nennen. Oh, bitte, verzeiht mir vielmals. Schon gut, bei mir hat es auch etwas länger gedauert, nachdem ich sie dann auf meine Sprechweise hingewiesen hat. Der Kerl war die Frechheit in Person, selbstsüchtig und trotzköpfig. Nun ja, zugegebenermaßen war er ein Mann der Tat. Aber dieses undistanzierte Verhalten gegenüber der gegenüber Fräulein Lilly ist unverzeihlich. Seine Abwesenheit kann uns nur von Vorteil sein. Ja, ja. Ja, oh ja, ich bin der feine Stein. Oh ja. Also, oh. Ja. Oh. Bam, Steiner, voll in die Fräse. Kannst du aufstehen, mein Bester? Freier, kümmert euch nicht um mich. Rettet Burmesia. Rettet unser Königreich. Burmesia. Wahnsinn. In letzter Sekunde noch gefallen. Wer war das? Wer hat es gewagt, Burmesia zu überfallen? Egal wer es war, es ist Zeit, dass wir hier aufräumen, Bitches, ey. Bitches, please. So, meine gewagten Freunde, der Nacht hier und so. Ich habe einige Themen wieder vorbereitet. Aber vorerst müssen wir mal auf die Karte schauen. Einfach nur geradeaus geht's in Richtung Burmesia. Wir werden erstmal hier schauen, was wir anlegen können. Zack, Organik, es haben wir nicht Besseres. Zipfelmütze bringt uns auch nicht. Lederarmreif bringt uns auch nicht. Bringt uns auch nicht. Alstuch, wir sind gerade dabei, von daher passt dies. Kristallschild bringt uns auch nicht. Bringt uns auch nicht. Okay. Da sind wir gerade am Lernen, das heißt, es ist alles super. Freya hat noch nichts mehr. Das kann sie alles. Kann sie alles. Kann sie alles. Und
kann sie alles. Ja, du lernst. Du lernst. Du lernst. Du kannst es. Und du lernst. Alles klar. Gehen wir mal unsere Abilities durch, ob wir auch wirklich das Beste haben. Kannibale wird auf jeden Fall benötigt. Fügt fliegenden Monstern, fügt Untoten, Bestientöter. Aha. Mhm. Das brauchen wir vorerst mal nicht. Das ist schon wichtiger. Und vielleicht noch, was ist das? Cloud gleichzeitig auch Jill. Nee, das ist schon mal wichtig, so wie wir es haben. Nee, nächster bitte, das meinte ich. So, hau den Lukas Insomnia. Das können wir schon mal anlegen. Du hast noch 4 Punkte frei. Hast du Kannibale? Nee, hast du natürlich nicht. Level Up kannst du dir auch nicht gönnen. Insektenmonstern immensen Schaden zu. Haben wir irgendwas? Drachen natürlich. Kannibale hat sie an, das ist schon mal wichtig. Hau den Lukas brauchen wir jetzt gerade nicht. Die beiden müssen wir jetzt auch nicht machen. Machen wir mal zack, zack. Und noch was anderes, wenn wir schon 8 Punkte noch haben. Ja. Ja, das ist dann wohl alles, was wir machen können. Ah, Queen haben wir natürlich auch noch vergessen. Zack, du hast 20 Punkte frei. Dir kann man eigentlich alles geben. Von daher, verhindert Stein, Gift und Toxitus ist jetzt erstmal wichtiger. Alles klar, dann haben wir jetzt alles angelegt. Wie viel braucht Queen? 98 bis zum Level Up, kein Problem. Muss man irgendwas auffüllen? Nein, unsere Freunde sind komplett ausgerüstet. Das heißt, wir können uns Richtung Bromesia machen, Leute. Keine Sorge, wir machen keine Training-Session, sondern in dieser Session, Aufnahmesession hier, geht es nur darum, CD1 abzuschließen, was nicht mehr weit ist, muss ich sagen. Wir haben es bald geschafft, aber auf unserem Weg treffen wir auf Untote, die uns einen Hinterhalt verdingensten haben. Ich bin mal gespannt, was ich einem Untoten klauen kann. Du machst bitte einen Sprung, du machst eine Schwarzmagie und du greifst einfach an. Eine High Potion finde ich ist im Rahmen. Kann man schon mal machen. Klau bitte nochmal eine High Potion, finde ich ist schön. Ist eine schöne Abwechslung. Top. Weil ständig nur Potions zu klauen ist mir irgendwie auch zu blöd. Deswegen macht Vivi nochmal eine Magie und dann müsste alles erledigt sein. So. Speer und anderes tot. Genau. Aber die geben uns auch einiges an Erfahrungspunkten. So ist dies nicht. Ein Jadestein hat er noch. Das heißt, das können wir denen auch abnehmen. Alles klärchen, Bärchen. Aber Queener könnte natürlich jetzt auch so einen 800.699er Schlag machen und dann wäre alles geregelt. Aber natürlich kann das Queener nicht. Lieber mal einen 86er und dann sind wir besser raus, fein raus. Dann tut's halt freier richten. Naja, wie sieht der Plan aus? So, wir haben noch 2 Kämpfe ungefähr oder so, schätze ich mal, bis wir dort sind. Pipapo, sowas, ja, müsste es sein. Pi mal Daumen halt 2-3 Kämpfe noch, bis wir in Bromesia sind. Dann wird natürlich Bromesia gemacht und was danach kommt, das entscheidet halt die Story. Ich werde nicht spoilern, ist ja wohl klar. Und ja, ihr habt gesehen, letzte Folge haben wir uns auch vollkommen ausgestattet. Kurz bevor wir Bromesia erreichen, war hier noch irgendwie so ein Wall, aber ist jetzt auch wurscht. Gehen wir lieber rein in Richtung Bromesia. So.
Bormesia sollte jetzt nicht so fit aussehen. Muss man einfach sagen, wie es ist. Das ist also das Heimatland von Freya. Hey Freya, komm schon, beeil dich. Mhm. 5 Jahre schon, seit ich meine Heimat verließ. Doch in meinen Träumen konnte ich sie nie vergessen. Keine Nacht, in der ich nicht von ihr träumte. Ja. Ich bin zu Hause. Wenn auch zu einer nicht so schönen Zeit. Auch ich habe mich seit damals gewandelt. Mhm. Und nun ist die Zeit gekommen, in der meine Fähigkeiten als Drachenritterin auf die Probe gestellt werden sollen. Auch ich werde alles geben. Ich auch. Ich auch, Mann. Gut. Dann lasst uns gehen. Ja. Wir haben hier einiges. Bormesia, Reich des ewigen Regens. Wir haben hier einiges an Items, die wir uns einsammeln sollten. Aber was zu tun, bin ich denn wirklich imstande? Ja, das siehst du dann. Aber sich darüber den Kopf zu zerbrechen, dafür ist es jetzt zu spät. Na los, Freya, geh. Geh und siege. So, wir haben hier jetzt einige Dinge zu holen. Nicht jetzt direkt hier, aber zum Beispiel hier. Zack. Eine Stellatia, oder wie sie heißen. Okay, haben wir hier Gegner? Ich hoffe, ja, nein, scheiße. Naja, dann sehen wir jetzt gleich, was wir für Gegner hier bekommen. Bin ich ehrlich gesagt gespannt. So, dann zeig uns mal, wer ihr seid. Oh, ein Dragon. Schön, dass es dich gibt. Wir haben einen, Gott sei Dank, gegen Drachen haben wir die Freya. Die ist da sehr effektiv, muss ich dir sagen, mein Freund. Sie hat nämlich diese Drachentöterfähigkeit oder so. Aber sie dann ist natürlich auch nicht ganz ohne. Haut auch richtig rein und das Ding macht 700 Schaden, steht immer noch. Na, das ist schon ein starkes Viech da, aber kein Stress. Das müssten jetzt so um die 60 Erfahrungspunkte sein, sonst weine ich. Sonst weine ich. Das ist natürlich ein Erfahrungspunktewert, den begrüße ich extremst. Von daher kann ruhig noch einer kommen. Ich werde mal probieren, wie das so aussieht, wenn ich hier rumlaufe. Kommt dann noch einer, so ein Gegner? Na, tut mir leid, wir werden jetzt keine Training-Session machen. Ich wollte nur schauen, ob da noch einer kommt, für später vielleicht, so nach Bormesia. Wenn wir CD1 abschließen. Und es ist ein Dragon. Okay. Finde ich schön. Muss ich sagen. Finde ich schön. Kann ich ihm was klauen? Muss ich einfach sagen. So, probieren wir es mal mit Blitz. Mal schauen, was das nützt. Zack, Diebstahl fehlgeschlagen. Wunderschön. Wunderschön, dass das fehlschlägt natürlich. Kann man nichts anderes dazu sagen. Eine Vivi nützt immer noch genauso viel. Also von daher kein Stress. Quina nützt einfach mal 300. Und jetzt müsste Freya mit ihrem Speer auch nochmal um die 300 nützen. Genau. Und sie dann beendet das jetzt. Blitzra. Finde ich nicht toll, muss ich sagen. Gefällt mir nicht. Schon eine starke Attacke. Finde ich nicht toll. Gefällt mir nicht. Ah, aber das Ding haben wir schon wieder besiegt. So. Jetzt ist die Frage, ob ihr mir das verzeihen würdet, wenn ich hier nochmal ein bisschen Level 16 mit allen erreiche. Bin mir nicht sicher, ob ihr mir das verzeiht. Andererseits ist es ja eigentlich auch eine High-Potion-Sammlung hier jetzt, was wir machen. Also, ihr könnt es auch so sehen. Wir stärken uns quasi für die Zukunft. Ne? Also, so kann man das auch machen. Ja, von daher, mach mal hier nicht so eine Welle, Leute. Bitte. Mach mal nicht so eine Welle. Quina braucht schon noch einiges an AP. Von daher, es wäre alles gar nicht so schlecht, wenn wir das tun würden. Ich mach mal bis, alle außer Quina Level 16 an. Das ist ein Deal, Leute. 6 Kämpfe.
Sofern es auch nur Drachen sind. Sobald etwas anderes kommt als ein Drache, wie jetzt, höre ich auf. Keine Chance, wir machen nicht mehr weiter. Oh, wir haben einen Angriffsvorteil. Beenden wir den Kampf direkt mal. Und zwar vollkommen schnell. Oh, verfehlt. Natürlich ausgewichen, wo man gar nichts gesehen hat. Mache ich auch immer. Ich habe nämlich so einen Sharingan am Hinterkopf, wisst ihr? Und da verfehlte. Ah, leck mich doch fett. Brauchen die so ewig, bis die tot sind oder was? Potion. Oh, oh, wow, Mann, übertreib's nicht. Zack. Und beendet. Jetzt ist so die Frage, wie viele Erfahrungspunkte bekommen wir für die da? Weiß ich nicht. 106. Leute, tut mir leid. Aber hier wird trainiert jetzt. Aber das ist einfach, tut mir leid. Das, tut mir leid. Das ist einfach Fakto.